Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich einen Ausblick auf die Season 5 geben, die beginnen wird am 15. Oktober diesen Jahres. Ich habe mir länger überlegt, was ich in dieser fünften Season machen will. Und ich bin darauf gekommen, dass ich mich mit Göttergestalten in der Literatur beschäftigen will. Ich schreibe an einem neuen Roman und da geht es auch um griechische Götter. Und immer wieder bin ich auch von der Weisheit und tiefen Kenntnis der menschlichen Natur überrascht und begeistert, die wir in diesen nicht monotheistischen Religionen finden. Bei den Griechen, bei den Kelten, bei den Indern, bei den Sumerern, am Kontinent Afrika, in Asien, aber auch in Mikronesien und im Pazifik. Der Schwerpunkt dieser Season 5 wird sicher die Literatur Europas sein, weil ich mich da einfach auch am besten auskenne, weil mir da sprachlich keine größeren Schwierigkeiten entgegenstehen. Und ich möchte eben diese Göttergestalten mir anschauen, wie sie in der Literatur, in literarischen Zeugnissen auftreten. Also nicht in den Heiligen Schriften oder nicht in den für heilig gehaltenen Mythensammlungen, sondern in fiktionaler Literatur. Ich denke dabei zum Beispiel an Sophokles oder dann Ovid. Ich denke dann auch mit einem großen Schwerpunkt an das 19. Jahrhundert, an Kleists Amphitryon, an die Autoren Novalis, Hölderlin, Baudelaire, Mallarmé. Ich denke an Nietzsches Apoll und Dionysos Aufsatz, an Strindbergs Traumspiel und an Hermann Hesse im 20. Jahrhundert. Ich denke aber auch an zum Beispiel einen Koreaner, Hwang Sok-yong, Prinzess Bari. Ich denke an Ben Okri, The Famished Road. In dem Roman werden Yoruba-Mythen verarbeitet. Ben Okri ist Nigerianer. Und was mir sonst noch bei meiner Recherche über den Weg laufen wird. Und es geht darum, wie diese Naturgötter, Naturreligionen wunderbar verarbeitet werden in der großen Literatur der Welt und was sie doch immer wieder für Weisheiten uns zur Verfügung stellen, uns bringen können. Ich möchte diese vierte Season abschließen mit einer Gedichtlesung. Mir ist durch eine Freundin ein Gedicht untergekommen, was ich dann auch in einem YouTube-Kanal über Lyrik wiedergefunden habe. Ein Gedicht, das ich wunderschön finde, das ich noch nicht kannte und das von Stefan Zweig stammt. Das möchte ich Ihnen zum Abschluss zu diesem Zyklus romantische Liebe noch einmal mitgeben. Stefan Zweig. Ich liebe jene ersten bangen Zärtlichkeiten, die halb noch Frage sind und halb schon Anvertrauen, weil hinter ihnen schon die wilden Stunden schreiten, die sich wie Pfeiler wuchernd in das Leben bauen. Ein Duft sind sie, des Blutes flüchtigste Berührung, ein rascher Blick, ein Lächeln, eine leise Hand. Sie knistern schon wie Funken der Verführung und stürzen Feuergarben in der Nächte Brand. Und sind doch seltsam süß, weil sie im Spiel gegeben und sanft und absichtslos und leise nur verwirrt, wie Bäume, die dem Frühlingswind entgegenbeben, der sie in seiner harten Faust zerbrechen wird.